Liebe Genossinnen und Genossen, lieber François Hollande, ich meine, wir alle haben verstanden, worum es geht. Du beginnst damit, französischer Präsident zu werden und auf dem nächsten Bundesparteitag, dem nächsten ordentlichen, der ist ja 2013 nach der Bundestagswahl, da haben wir dann wieder einen internationalen Gast, der zu uns sprechen wird. Und das wird der Präsident der Republik und Mitglied der Parti Socialiste, François Hollande, sein. Und er wird sich hier treffen. Und er wird sich hier treffen mit dem, der dann sozialdemokratischer Bundeskanzler oder mit der sozialdemokratischen Bundeskanzlerin sein, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, das versteht ihr, den Satz muss ich sagen, damit die Journalisten wieder aufmerksam werden. Liebe Genossinnen und Genossen, als wir vor 2 Jahren in Dresden zusammengekommen sind, da war die SPD in einer der größten Krisen der letzten Jahrzehnte. Heute können wir feststellen, wir haben die Zeit genutzt und hart gearbeitet. Mit dem heutigen Bundesparteitag schließen wir unsere programmatische Neuausrichtung ab in allen wichtigen politischen Bereichen. Wir haben geklärt, Genossinnen und Genossen, worauf wir nach wie vor stolz sein können. Deutschland wäre nicht so gut durch die Finanzkrise gekommen, wäre nicht so gut aufgestellt, wenn wir es nicht vorher reformiert und in der Krise nicht so mutig und entschlossen gehandelt hätten, liebe Genossinnen und Genossen. Die Namen, die für all das stehen, was unser Land gut durch die Krise gebracht hat, das sind sozialdemokratische Namen. Gerd Schröder, Frank-Walter Steinmeier, Peer Steinbrück, Olaf Scholz und viele andere. Herzlichen Dank an die, die das geschafft haben für unser Land, liebe Genossinnen und Genossen. Die anderen zeigen seit 2 Jahren nur, wie man Krisen vergrößern kann, statt sie zu lösen. Aber wir haben eben auch offen gesagt, wo wir Fehler gemacht haben, liebe Genossinnen und Genossen. Zum Beispiel bei der Leih- und Zeitarbeit beim Niedriglohnsektor. Nie wieder, liebe Genossinnen und Genossen, darf eine sozialdemokratische Partei den Wert der Arbeit infrage stellen. Und nie wieder, liebe Genossinnen und Genossen, dürfen wir uns in dieser Frage wieder so weit von den deutschen Gewerkschaften entfernen. Das sind unsere wichtigsten Bündnispartner, liebe Genossinnen und Genossen. Die SPD ist nur dann glaubwürdig und erfolgreich, wenn sie die Partei der Arbeit ist. Guter Lohn für gute Arbeit. Und vor allen Dingen gleicher Lohn für gleiche Arbeit, für Leiharbeitnehmer genauso wie für Frauen in unserer Gesellschaft, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist wieder Richtschnur sozialdemokratischen Handelns. Was haben uns vor 2 Jahren so rund um Dresden die Kommentatoren und Berichterstatter nicht alles prophezeit? Den langsamen Niedergang, den Zerfall in Flügelkämpfe, den Verlust von Maß und Mitte. Die Süddeutsche Zeitung prophezeite uns damals bittere Zeiten. Die Neue Presse aus Hannover sprach von der SPD-Konkursmasse. Der Spiegel sah den Absturz in die Bedeutungslosigkeit voraus. Und in vielen Regionalzeitungen prophezeite man uns endlose Zerreißproben und ein langes Leben im Jammertal. Nichts davon, liebe Genossinnen und Genossen, ist eingetreten. 8 Landtagswahlen, 8-mal sind wir in der Regierung und 6-mal führen wir sie an. Das ist die Realität, die wir geschafft haben.
Das war ganz wichtig. Und deswegen sage ich euch, lieber Hannelore Kraft, lieber Olaf Scholz, lieber Kurt Beck, Jens Bullerjahn, Jens Börnsen, lieber Erwin Sellering und lieber Klaus Wowereit, ihr habt mit euren Mitstreiterinnen und Mitstreitern der SPD ihren Stolz wiedergegeben. Und dafür dankt euch der Parteitag heute. Zwei Jahre nach dem Dresdner Parteitag ist wieder klar, wofür die SPD in Deutschland und Europa steht und wohin wir wollen. Dieser Wiederaufstieg, liebe Genossinnen und Genossen unserer Partei, ist eine große Gemeinschaftsleistung. Geschlossenheit und Gemeinschaft machen stark. Dafür sind die letzten beiden Jahre der beste Beweis. Und dabei, liebe Genossinnen und Genossen, muss es bleiben. Das ist ganz wichtig für das, was in Zukunft kommt, liebe Genossinnen und Genossen. Deshalb lasst mich an dieser Stelle noch einen Dank sagen. Dieser Dank geht an euch, Delegierte, aber er gilt vor allem den Zehntausenden Mitgliedern unserer Partei, die zu diesem Wiederaufstieg der Sozialdemokratie in Deutschland beigetragen haben. Ohne deren unermüdliche Arbeit und unerschütterliches Selbstvertrauen wäre das nicht gelungen. Es sind die Mitglieder der SPD gewesen, die sich nicht haben ins Boxhorn jagen lassen von Schwarzsehern und Berufspessimisten. Und ihnen müssen wir besonders danken, liebe Genossinnen und Genossen. Die haben das geschafft, was uns hier gelungen ist. Klar ist, unsere gewachsene Stärke in den Bundesländern bringt neue politische Chancen mit sich. Die Bundesregierung kann keine wesentlichen Entscheidungen mehr gegen die SPD-geführten Landesregierungen durchsetzen. Aber das bedeutet auch mehr Verantwortung. Und das bedeutet, wir wollen und wir dürfen nicht alles nur deshalb blockieren, weil es gerade mal von der Bundesregierung kommt. Uns muss es immer um konkrete Verbesserungen für die Menschen in Deutschland gehen. Und schon in diesem Jahr haben wir gezeigt, dass wir das praktisch auch können. Es ist unser Verhandlungserfolg, dass aus diesen seltsamen Bildungsgutscheinen von Frau von der Leyen 3000 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter in Deutschland geworden sind. Und es ist unser Erfolg, dass endlich die Städte und Gemeinden von den Kosten der Grundsicherung im Alter befreit werden. Mehr als 4 Milliarden Entlastung für die Kommunen sind 4 Milliarden mehr für Kindergärten, Schulen und Stadtentwicklung. Das haben Manuela und Kurt Beck erreicht. Und das ist unser gemeinsamer Erfolg, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn aber Politik in die falsche Richtung geht, wenn Unsinn und Ungerechtigkeiten von der Bundesregierung kommen, dann werden wir das aufhalten. Wir werden nicht zustimmen, wenn Steuerhinterzieher durch ein Steuerabkommen mit der Schweiz vor jedweder Strafverfolgung geschützt werden sollen. Das wird ja gelegentlich Steueroase genannt. Da gibt es aber keinen, das sind nicht Oasen, wo es Wasser für sozusagen Notleidende gibt und Verdurstende. Das sind die europäischen Fluchtburgen für Kriminelle. Und die müssen wir stilllegen in Deutschland, in Europa und darüber hinaus, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir stimmen auch nicht zu, wenn die FDP in der Regierung mal stillgestellt werden soll, damit Steuergeschenke versprochen werden, die den Geringverdienern nichts bringen, aber das Gemeinwesen 6 Milliarden Euro kosten. Nein, Steuerentlastungen auf Pump werden immer nur durch höhere Schulden bezahlt. Und am Ende sind es die Bürgerinnen und Bürger selbst, die die Zeche zahlen werden, weil das natürlich wieder ein Schlag gegen die Kommunen sind. Die Eltern werden am Ende höhere Kindergartenbeiträge bezahlen. Die soziale Infrastruktur ist nicht mehr finanzierbar. Dagegen sind wir, das machen wir nicht mit.
Das ist Politik zu Lasten Dritter und eine Scheinentlastung, liebe Genossinnen und Genossen. Und weil wir unter uns sind, verrate ich euch ein Geheimnis. Das sieht der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble genauso wie wir. Und deswegen lasst uns als Parteitag ihm sagen, Herr Schäuble, Sie können sich auf die SPD verlassen. Wir stoppen das im Bundesrat. Keine Sorge, Sie, keine Sorge. Und wir machen übrigens auch nicht mit, wenn Angela Merkel und Horst Seehofer jetzt Prämien dafür ausloben, dass Kinder von der Bildung ferngehalten werden. Wie kann man eigentlich auf die Idee kommen, 2 Milliarden Euro dafür ausgeben zu wollen, dass Kinder nicht in den Kindergarten lernen, nicht gefördert werden und nicht die deutsche Sprache lernen? Herr Seehofer hat vor kurzem gefordert, dass er der Auffassung ist, die deutsche Sprache gehöre in die Verfassung. Ich habe als Norddeutscher ein gewisses Verständnis für seine Forderung. Aber wie kann man, wenn man die deutsche Sprache fördern will, dann gleichzeitig den Eltern, die ihre Kinder nicht zum Sprachunterricht in die Kindergärten schicken, dafür mit 150 Euro im Monat auch noch einen Anreiz bieten? Wer so Politik betreibt, der muss sich nicht wundern, dass Christian Ude der nächste Ministerpräsident in Bayern werden wird, liebe Genossinnen und Genossen. Angesichts der gewaltigen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, ist die Politik von CDU, CSU und FDP in der Bundesregierung ja kaum noch ernst zu nehmen. Da wird dem Rest Europas der Abbau der Verschuldung gepredigt, aber weil jeder in der Koalition noch ein bisschen Geschenke braucht, damit er stille ist, werden die Schulden in Deutschland erhöht. Da wächst die Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung und gleichzeitig auch die Angst um die Sicherheit der Arbeitsplätze. Aber die Koalition von Frau Merkel verzichtet auf jede Risikovorsorge. Ich sage euch, die Gewerkschaften in Deutschland haben recht, wenn sie sagen, wir brauchen die Verlängerung der Kurzarbeiterregel, wenn die Wirtschaft schwächer wird. Und ich bin ganz sicher, die Leute werden uns es mehr danken, wenn wir das Geld zur Sicherung ihrer Jobs ausgeben, statt für ein paar Euro Steuersenkung im Monat. Das ist unsere Politik. Wir wollen Arbeit in Deutschland erhalten, liebe Genossinnen und Genossen. Die Menschen sorgen sich längst wieder um ihr Erspartes, um den Wert ihres Geldes, um die Sicherheit der Renten, um ihre Arbeitsplätze, ihren hart erarbeiteten Wohlstand und auch um die Zukunft ihrer Kinder. Was erleben die Deutschen eigentlich bei der Bundesregierung? Entweder CDU, CSU und FDP streiten sich wie eine Bande Halbstarker, oder die Chefin ist es selbst, die alle paar Monate das Gegenteil dessen macht, was sie kurz vorher noch vollmundig als absolut alternativlos bezeichnet hat. Genossinnen und Genossen, dieses Gebaren hat nicht nur Folgen für die Wertschätzung der schwarz-gelben Koalition, sondern inzwischen längst auch für den Ruf der Politik insgesamt. Unser Hauptvorwurf an die Bundesregierung lautet deshalb, die ständigen Kehrtwendungen, die Bodenlosigkeit, mit der man heute das eine und morgen das genaue Gegenteil macht, all das hinterlässt immer mehr Verdruss und Ratlosigkeit, selbst dann, wenn es ab und zu mal eine Wende in die richtige Richtung ist. Angela Merkel ist wirklich eine würdige Nachfolgerin ihres CDU-Vorgängers Konrad Adenauer. Von dem stammt der Satz, was stört mich mein Geschwätz von gestern. Es ist aber genau dieser Politikstil, der zum Turbolader für Politik- und Demokratieverdrossenheit in Deutschland geworden ist. Und das müssen wir wieder ändern, liebe Genossinnen und Genossen. Da müssen wir anders sein. In Dresden auf dem ordentlichen Parteitag habe ich euch gesagt, dass die politische Mitte, von der jeder so gerne redet und die alle haben wollen,
kein fester Ort ist, sondern die politische Mitte und damit die politische Mehrheit besitzt die politische Kraft, die über die Deutungshoheit zu den wichtigsten Fragen und Herausforderungen der Zeit verfügt. Und genau darum geht es jetzt, liebe Genossinnen und Genossen. Denn das, was wir erleben, ist ein Kampf um Deutungshoheit. Das spürt auch Angela Merkel. Deshalb versucht sie gerade, die Deutungshoheit zurückzubekommen, indem sie von Gipfel zu Gipfel reist, um den Schaden wieder gut zu machen, den sie selbst durch ihr eineinhalbjähriges Zaudern in der Eurokrise mit verursacht hat, liebe Genossinnen und Genossen. Gestern hat ja Helmut Schmidt gesprochen, der hat auch schwere Zeiten durchlebt als Kanzler. Aber ich sage euch, wenn Sozialdemokraten im Amt des Bundeskanzlers als Krisenkanzler benannt und bezeichnet wurden, dann haben sie die Krisen auch gelöst. Bei Angela Merkel bekommt das Wort Krisenkanzlerin eine völlig neue Bedeutung. Ihre Politik hat in den letzten 24 Monaten die Krise jedes Mal vergrößert. Das ist das, was die Dame in ihrem Amt zustande bringt. Überall in Europa versuchen Konservative und Neoliberale zu verschleiern, dass hinter der Krise in Europa genau ihre Ideologie der freien Märkte steckt, ihre Politik des weltweit entfesselten Finanzkapitalismus. Gemeinsame Entwicklung, gemeinsame Finanz- und Steuer- und Wirtschaftspolitik, über die jetzt auf einmal so viel geredet wird und wo auf angeblich Frau Merkel jetzt auch dafür ist, das alles war doch von den Konservativen und den Neoliberalen in den letzten 20 Jahren in Europa gar nicht gewollt. Das ist doch nicht zufällig nicht da gewesen, sondern das ist nicht ihre Idee von Europa gewesen. Und strikte staatliche Finanzregeln für die neuen Finanzmärkte schon gar nicht. Woher stammt denn ein großer Teil der gigantischen Staatsschulden in Europa und der Welt, über die wir jetzt reden? Nicht vergessen, es waren unregulierte Banken, die seinerzeit die Staaten gezwungen haben, 500 Milliarden Dollar direkt und 1,2 Billionen Dollar indirekt in die Rettung zu investieren. Da ist das Problem, das größte Problem der staatlichen Verschuldung weltweit. Und da setzt auch die Lösung an, liebe Genossinnen und Genossen. Die Verursacher dieser Schulden müssen bis heute nicht einen Cent dazu bezahlen, um die Schulden wieder abzutragen. Frank-Walter Steinmeier hat gestern gesagt, dass wir die Finanzmarktbesteuerung brauchen, damit wir auch Wachstum und Beschäftigung in Europa finanzieren können. Das stimmt. Aber ich sage euch, die Besteuerung der Banken und Spekulanten, die uns in die Krise hineingeführt hat, wegen derer wir gigantische Schulden haben machen müssen, auch in Deutschland, um Arbeitsplätze und das Ersparte der Menschen zu schützen, das ist auch eine moralische Frage und eine Frage des politischen Anstands. Ich kann niemandem erklären, dass Arbeitnehmer, Familien, Unternehmer, Handwerksmeister, Rentner, Städte und Gemeinden die Zeche derjenigen zahlen sollen, die längst wieder Milliarden mit ihren gemeingefährlichen Spekulationen in der Welt finanzieren, liebe Genossinnen und Genossen. Wer das zulässt, dem fehlt nicht nur das dringend nötige Geld für den Wiederaufbau Europas, sondern der zerstört jedes Gefühl für Gerechtigkeit, für Fairness und Anstand. Und er wird immer mehr an Zustimmung für die Demokratie und für Europa verlieren. Und deswegen ist es verheerend, dass ausgerechnet die deutsche Bundesregierung die Finanzmarktbesteuerung bis zum heutigen Tag nicht vorantreibt, sondern intern streitet und in Brüssel alles verhindert, damit wir auf den Weg gebracht werden, liebe Genossinnen und Genossen. Stattdessen hängen die Konservativen und Neoliberalen in Europa und ihre deutsche Version in der Bundesregierung immer noch am Modell eines reinen Binnenmarktes und eines gemeinsamen Währungsraums, in dem vor allem Wettbewerb und Konkurrenz herrschen soll. Staat gegen Staat, Unternehmen gegen Unternehmen, Mensch gegen Mensch. Das war und ist ihre herrschende Ideologie. Sie glauben immer noch, dass nur durch diesen entfesselten Wettbewerb allein Leistung und wirtschaftlicher Erfolg möglich ist. Dass staatliche Regeln und soziale Sicherheit nur Fesseln für die Märkte und damit Fesseln für den wirtschaftlichen Erfolg sind. Tatsächlich aber hat dieser Glaube
zur Entleerung der Demokratie geführt, liebe Genossinnen und Genossen. Denn nichts anderes ist es, wenn die Bundeskanzlerin die Anpassung an die globalen Märkte als alternativlos hinstellt und dann davon redet, ich zitiere, man braucht eine, so sagt sie, marktkonforme Demokratie. Genau das wollen wir nicht. Nirgendwo ist der Unterschied klarer als bei diesem verräterischen Satz. Wir wollen keine marktkonforme Demokratie. Wir wollen einen demokratiekonformen Markt, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist der Unterschied. Versteht ihr? Es geht nicht nur um kleine Gesetzesänderungen. Es geht nicht nur um Technik. Es geht um eine ganz andere Richtung. Und es geht darum, dass wir ihr diese Deutungshoheit nicht zulassen müssen, zusprechen dürfen. Wir müssen dafür sorgen, dass es um was anderes geht. Es geht um die berechtigten Sorgen der Menschen, um ihre Angst vor Arbeitslosigkeit und Altersarmut. Und die mangelnde Förderung von Kindern und auch um den wachsenden Zorn von Menschen, die mit ansehen müssen, wie Finanzmärkte regieren, statt die von ihnen gewählten Parlamente und Regierungen. Ich sage euch, mir ist das eigentlich völlig egal, ob Märkte zur Ruhe kommen. Ich will, dass die Menschen wieder ruhig schlafen können in Europa. Das ist unsere Aufgabe und nicht sich um die Märkte zu kümmern. Und es ist jetzt an uns, für Klarheit zu sorgen. Ja, es gab und gibt in Griechenland ein auch echtes Regierungsversagen, das zu einer viel zu hohen Verschuldung, Korruption und Steuerhinterziehung geführt hat. Übrigens, es war der Oppositionsführer und Sozialdemokrat Yorgos Papandreou, der, bevor er Ministerpräsident wurde, der Europäischen Kommission einen Brief geschrieben hat, angerufen hat, um Gespräche gebeten hat, gesagt, hört zu, hier wird betrogen von der konservativen Regierung. Die Zahlen stimmen alle nicht. Und es war der konservative Herr Barroso, seine konservative Freundin Angela Merkel, die darüber nicht reden wollten, was war ein konservativer Freund von ihnen in der Regierung in Athen. Und es ist schlimm genug, dass ein so mutiger Mann wie Yorgos Papandreou so weit gehen musste. Frank Walter hat recht, der hat jeden Respekt von uns verdient. Und er ist einer von uns, liebe Genossinnen und Genossen, ist einer von uns. Aber wer so tut, als wäre das Kernproblem Europas und der Eurozone, der vergisst die eigentlichen Ursachen der dramatischen Verschuldung. Meine Genossinnen und Genossen, deshalb geht es, wenn wir über die Regulierung der Finanzmärkte reden, eben nicht allein um technische Regeln, nicht um Gesetzestechnik, darum geht es sicher auch, aber hinter dem steht eine enorm politische Frage, um eine soziale Frage. Und weil es eine soziale Frage ist, weil es dabei auch um Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen geht, fällt es den Konservativen und Liberalen auch so schwer, sie klar und eindeutig zu beantworten. Denn soziale Fragen, Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen scheuen die seit 30 Jahren wie der Teufel das Weihwasser. Die neuen sozialen Fragen, vielleicht sind es auch die alten, heißen wieder Demokratie oder Herrschaft der Finanzmärkte, soziale Gerechtigkeit oder wachsende Ungleichheit. Darum geht es auch in Deutschland und in Europa und weltweit. Und anders als bei CDU, CSU und FDP ist bei uns die Antwort klar. Wir kämpfen wieder für Demokratie und Gerechtigkeit. Und deswegen ist das der richtige Titel für unseren Parteitag, liebe Genossinnen und Genossen. Darum wird es in den nächsten Jahren gehen. Wir wollen den außer Kontrolle geratenen Kapitalismus zum zweiten Mal in unserer Geschichte bändigen. Wir haben das nämlich schon einmal geschafft, und zwar national, die sozialdemokratischen Parteien in Europa und in vielen anderen Ländern. Wir sind die Experten dafür, den Kapitalismus zu bändigen. Wir wollen, dass die soziale Marktwirtschaft zurückerobert wird. Das ist übrigens die Marktwirtschaft der kleinen Leute. Die soziale Marktwirtschaft ist die für die einfachen Leute, für die kleinen Unternehmer, für die Selbstständigen, für die Mittelständler, für die Handwerker, für die Familienunternehmen. Das ist die soziale Marktwirtschaft, ist nicht die,
die sich die Finanzmärkte und Banken wünschen. Und deshalb müssen wir sie verteidigen und zurückerobern. In Deutschland, in Europa und darüber hinaus, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wollen sie mit ihren Freiheiten, aber eben auch mit ihren Regeln und Grenzen, mit ihren Chancen für jeden Einzelnen, aber vor allem auch mit ihrer Orientierung aufs Gemeinwohl. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin sicher, wir erleben gerade das Ende einer Epoche. Das Zeitalter des Marktradikalismus ist vorbei. Und wir erleben den Beginn einer neuen Epoche. Und das wird, da bin ich sicher, eine sozialdemokratische sein. François Hollande, die beginnt im Mai in Paris und in Frankreich und in Deutschland, danach 2013 und ich bin sicher, Schritt für Schritt in ganz Europa. Vielen Dank, dass du dabei vorne rangehst, lieber François. Denn wir werden die nicht mehr im nationalen Alleingang bekommen. Wir wollen das in Europa gemeinsam schaffen und am besten noch darüber hinaus. Martin Schulz hat gestern zu Recht darauf hingewiesen, es geht darum, mit unseren Freunden aus Lateinamerika, in Indien und auch in Afrika stärker zusammenzuarbeiten. Selten war die internationale Tradition der Sozialdemokratie so wichtig und von so großer Bedeutung auch für unsere eigene Nation. Das ist das Erbe, das mit dem Namen Willy Brandt verbunden ist. Und ich sage euch, dieser Internationalismus hat bis heute nichts an seiner Attraktivität verloren. Das ist etwas, was wir einbringen können in dieses neue Zeitalter, liebe Genossinnen und Genossen. Der arabische Frühling ist ein Kampf um Demokratie, aber er ist eben auch ein Kampf um soziale Gerechtigkeit und sozialen Fortschritt. Deshalb fühlen wir uns mit ihm besonders verbunden. Er verdient alle Unterstützung und er braucht die Träger und Mitglieder unserer Bewegung und sie braucht die Unterstützung und die Hilfe derjenigen, die in Europa sich mit ihnen verbunden fühlen. Aber was der arabische Frühling nicht braucht, liebe Genossinnen und Genossen, das sind Panzerlieferungen der deutschen Regierung an die feudalen Herrscherhäuser, die diesen Frühling unterdrücken wollen, liebe Genossinnen und Genossen. Der Kampf um Demokratie und Gerechtigkeit heißt auch, da vorne sitzt Heidi, dass wir beim Thema Waffenexporte noch viel, viel restriktiver werden müssen. Nie wieder dürfen wir denen Waffen geben, die damit die Freiheitsbewegungen in der Welt unterdrücken, liebe Genossinnen und Genossen. Nie wieder! Für all das, diese Bändigung der Finanzmärkte, die Rückeroberung der Marktwirtschaft, dafür sorgen, dass wir miteinander in der Welt und in Europa anständig umgehen, wollen wir eine breite Allianz bilden. Ich habe schon gesagt, mit den Gewerkschaften zuallererst, die für gute Arbeit streiten und die den sozialen Frieden in unserem Land möglich machen. Mit den Kirchen, die zu Recht für eine humane Verfasstheit der Wirtschaft eintreten. Es ist ein katholischer Bischof, von dem der Satz stammt, das Ziel der Globalisierung ist nicht Reichtum für wenige, sondern Gerechtigkeit für alle. Das ist auch ein guter sozialdemokratischer Programmsatz, liebe Genossinnen und Genossen. Das sind Bündnispartner in diesem Kampf für mehr Gerechtigkeit. Wir wollen mit der Wissenschaft über die Grundlagen von Innovation und ressourcensparenden Projekten zusammenarbeiten, mit den Umwelt- und Naturschutzverbänden. Aber unsere Bündnispartner dafür finden wir auch mitten in der Wirtschaft. Handwerksmeister, Selbstständige, mittelständische Familienunternehmen und übrigens auch viele Manager großer Unternehmen sind doch genauso Opfer dieses gnadenlosen Casino-Kapitalismus geworden. Die übergroße Zahl der deutschen Unternehmer und Manager sind nicht unsere Gegner, liebe Genossinnen und Genossen, sondern unsere Partner für eine Wirtschaft mit Verantwortung für Mensch und Natur, wirtschaftlicher Erfolg, sozialer Zusammenhalt und ökologische Verantwortung. Dafür wollen wir in Deutschland und Europa wieder eine Allianz schmieden. Alle müssen mitmachen, liebe Genossinnen und Genossen. Alle müssen mitmachen.
Das ist Politik für die Mehrheit und für die Mitte in Deutschland. Die anderen haben die Deutungshoheit über die Mitte in Deutschland längst verloren. Lasst uns jetzt was draus machen, liebe Genossinnen und Genossen. Die Mitte in Deutschland, die Mitte in Europa, das ist wieder Mitte links, liebe Genossinnen und Genossen. Mitte links. Und das heißt, wir müssen auch ein anderes Europa bauen. Niemand kann erwarten, dass sich die Menschen in Europa für das europäische Projekt begeistern, wenn sie fürchten müssen, dass der eine Nachbar immer seinen Vorteil auf Kosten des anderen sucht, dass der eine den anderen mit möglichst niedrigen Steuersätzen und mit Sozialdumping unter Druck setzen will und dass bereits das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort als Verstoß gegen die europäischen Regeln gilt. Das mag das Europa der selbsternannten Eliten sein. Das Europa, das uns die Wirtschaftstheologen in Politik und Medien seit Jahren predigen. Aber Genossinnen und Genossen, es ist nicht das Europa der Menschen. Und deswegen kann das nicht unser Europa sein. Unser muss wieder ein soziales Europa werden. Darum wird es in den kommenden Jahren gehen. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Europa ist dieses Projekt viel mehr als nur ein gemeinsamer Markt. Europa ist vor allem eine Idee vom Zusammenleben der Menschen und der Völker. Die europäische Idee stellt das Gemeinwohl über das Einzelinteresse. Die europäische Idee stellt die kulturelle Vielfalt über den Zwang zur Anpassung, die Lebensqualität über die Anhäufung von Reichtum, die nachhaltige Entwicklung vor die rücksichtslose Ausbeutung von Mensch und Natur und übrigens auch in Richtung Frau Merkel. Die europäische Idee stellt auch die Zusammenarbeit über einseitige Machtausübung. Wenn wir dieses Europa wieder lebendig machen wollen und wenn dieses Europa Erfolg haben soll, dann muss es ein soziales und ein demokratisches Europa sein. Am besten ein sozialdemokratisches. Der Kolumnist der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, hat recht, wenn er schreibt, solange das europäische Projekt nur als Nutzgemeinschaft der Wirtschaft erscheint und nicht als Schutzgemeinschaft für seine Bürgerinnen und Bürger, wird die Zustimmung in Europa nicht steigen. Er hat recht. Und unsere Aufgabe in Frankreich, in Deutschland, in allen europäischen Ländern muss die Sozialdemokratie dafür kämpfen, dass die Menschen wieder merken, Europa ist die Schutzgemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Wir wollen Wohlstand und soziale Sicherheit. Wir wollen wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem Zusammenhalt und ökologischer Nachhaltigkeit verbinden. Das ist unser Thema für Europa, liebe Genossinnen und Genossen. Und übrigens, für uns ist doch klar, zu dieser europäischen Demokratie gehört auch ein starkes Parlament. Weder eine anonyme Bürokratie noch die hektischen Gipfel von Staats- und Regierungschefs können doch für die Bürgerinnen und Bürger Europas sprechen. Das kann nur ein frei gewähltes Parlament, aber dafür muss es endlich zu europäischen Fragen das erste und auch das letzte Wort haben, liebe Genossinnen und Genossen. Dieses Parlament muss die EU-Kommission als europäische Regierung selbst wählen. Und die Regierungschefs der Mitgliedstaaten sind dann die zweite Kammer dieses Parlaments, aber nicht die Vorgesetzten frei gewählter Abgeordneter. Und der erste Präsident dieses neuen europäischen Parlaments muss Martin Schulz werden, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist seine Aufgabe. Die Zeitenwende, vor der wir im Augenblick stehen, stellt uns für gewaltige Herausforderungen. Die Macht der Finanzmärkte brechen, die überbordende Staatsverschuldung senken, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich wieder zusammenführen und die ökologische Frage, also die ungebremste weltweite Erwärmung unseres Planeten.
Genossinnen und Genossen, weder Liberale noch Konservative haben auf diese Fragen glaubwürdige Antworten. Die heutigen Liberalen sind ausgezehrt. Was haben Westerwelle und seine halbstarken Nachfolger aus dieser einstmals so stolzen Partei bloß gemacht? Sie haben sich in den letzten 30 Jahren immer mehr zu einer Partei des Marktradikalismus verengt. Sie haben kein Lieferproblem, wie Herr Rösler meint. Sie haben ein Produktionsproblem, liebe Genossinnen und Genossen. Aber auch Konservative stehen fassungslos vor den Trümmern dessen, was ihre scheinbaren Verbündeten im modernen Kapitalismus so angerichtet haben. Alles, woran sie geglaubt haben, ist entwertet worden. Der entfesselte Markt hat das genaue Gegenteil von dem hervorgerufen, wofür Konservative normalerweise stehen. Statt Anstand und Respekt und Maß und Mitte herrschen Gier, Rücksichtslosigkeit und Maßlosigkeit. Konservativen haben keine Antworten, wie ihnen das passieren konnte. Und auch die Zeit ist nicht die richtige, um den Antworten der Linken nachzulaufen. Die hat auch keine auf die Zeitenwende, weil man die wirtschaftliche Staatsfeindlichkeit der Neoliberalen nicht einfach durch eine neokommunistische Staatsgläubigkeit ersetzen kann. Schließlich haben sich die staatlichen Landesbanken genauso unverantwortlich verhalten wie die privaten Großbanken, liebe Genossinnen und Genossen. Heute geht es nicht um die Alternativen Staat oder Markt. Diese Frage führt immer in die Irre und immer ins rechte oder linke Abseits. Marktwirtschaft, Wettbewerb und unternehmerische Freiheit sind unverzichtbare Voraussetzungen für wirtschaftliche Dynamik und Leistungsfähigkeit. Aber diese Märkte brauchen eben Regeln. Märkte ohne staatliche Regeln sind genauso schlimm wie staatliche Regeln ohne Märkte, liebe Genossinnen und Genossen. Eines ist bei dieser Debatte für uns besonders wichtig. Wenn wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sagen, unser Kapital, Demokratie und Gerechtigkeit, dann ist darin auch das große Erbe des Liberalismus enthalten. Liberalismus ist etwas anderes als der FDP-Marktradikalismus. Wahrer Liberalismus vertraut weder einem allmächtigen Staat noch einem regellosen Markt. Dieser wahre Liberalismus ist vor allem eine innere und eine Geisteshaltung. Sie schützt den Einzelnen ebenso vor dem grenzenlosen Zugriff des Staates, wie sie ihn vor der Macht des wirtschaftlich Stärkeren schützt. Liberalismus will die Freiheit des Individuums genauso sichern wie das Gemeinwohl. Das alles hat mit dem Schnäppchenjäger-Liberalismus der FDP nichts zu tun. Willy Brandts Aufforderung, mehr Demokratie zu wagen, war ein Appell an freie Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, ihre freiheitlichen Rechte wahrzunehmen, die weit über die Rechte eines Marktteilnehmers hinausgehen. Dieser Freiheitsbegriff ist Prinzip unserer Demokratie und er ist seit langem bei uns Sozialdemokraten zu Hause. Denn sein Kern ist zutiefst humanistisch und emanzipatorisch. Freiheit ist nicht nur ein ökonomisches Programm, sondern vor allem als Prinzip von Gleichberechtigten, die Teilhabe am Haben und am Sagen in Wirtschaft und Gesellschaft, beim Zugang zu Wissen und Bildung durch Meinungsäußerung außerhalb und innerhalb des weltweiten Netzes beanspruchen wollen. Für Sie und Ihre Freiheit kämpft die SPD. Und deshalb sind und bleiben wir die Partei der Freiheit, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist der Freiheitsbegriff, der bei uns zu Hause ist. Warum sage ich das auf einem SPD-Bundesparteitag, wo es um die Zukunft der SPD geht, wie sie sich aufstellt? Weil die SPD sich auch als Erbin des politischen Liberalismus verstehen muss. In diesem Sinne, wie ich es eben beschrieben habe, müssen wir uns politisch sozial und liberal aufstellen, orientiert an sozialer Gerechtigkeit ebenso wie am Bild einer Gesellschaft freier und selbstbestimmter Menschen. Die Idee, Genossinnen und Genossen, des Liberalismus ist einfach zu wichtig für unsere Gesellschaft, um sie einfach aufzugeben, nur weil die FDP sie aufgegeben hat. Bei uns hat sie ihre neue Heimat, liebe Genossinnen und Genossen.
Aber die größte Herausforderung für die Sozialdemokratie ist nicht die unbeschreiblich schwache und schlechte Bundesregierung und ihre marktkonforme Kanzlerin. Die größte Herausforderung der Sozialdemokratie, Genossinnen und Genossen, ist was ganz anderes. Das ist die Ohnmacht, das Gefühl der Ohnmacht, das inzwischen viele Menschen in Deutschland erfasst hat. Der tief sitzende Eindruck, dass die Politik ohnehin nichts mehr bewirken kann, dass sich Engagement in der Politik nicht lohnt, nicht mal mehr das Wählen gehen. Die Sozialdemokratie lebt von der Hoffnung der Menschen. Die lebt vom Engagement, vom Wissen darüber, dass nicht alles gleich besser und gut wird, aber dass Menschen darüber entscheiden können, wie sie leben wollen und dass sie Herrscherinnen und Herrscher ihres eigenen Lebens sind und dass sich politisches Engagement lohnt, sich wählen gehen lohnt, dass politische Parteien Fehler machen, aber dass in der langen Linie das Leben besser wird, wenn man sich engagiert. Und wenn diese Hoffnung stirbt, wenn immer mehr Menschen sagen, bringt doch sowieso nichts, dann ist das der größte Feind der Sozialdemokratie, ich behaupte, der größte Feind der Demokratie ganz generell. Es gibt zwei gefährliche Seiten dieses Ohnmachtsgefühls. Die eine Seite ist das Gefühl, dass auch die Politiker ohnmächtig sind, weil in Wahrheit das Geld die Welt regiert. Und dass man sich auf nichts verlassen kann. Die Finanzmärkte oder große Interessen setzen sich sowieso durch. Dafür haben Angela Merkel und ihre Hinterzimmerkoalition in nur 2 Jahren leider zahlreiche Belege geliefert. Aber das zweite Ohnmachtsgefühl ist vielleicht noch viel gefährlicher für uns. Das Gefühl eigener Ohnmacht gegenüber abgehobenen Politikern und Parteien, die man für unfähig und unwillig hält, sich mit dem wirklichen Alltag der Menschen auseinanderzusetzen. Von denen man denkt, dass das die da oben sind und man selber da unten ist. Ihr alle kennt das. Wenn wir vor 20 Jahren in die Betriebe gegangen sind, wie war das denn? Wenn ich da hingegangen bin, dann haben mich die Jugendvertreter und Betriebsräte als Sozialdemokraten identifiziert. Wenn ich heute hingehe, bin ich oft nur einer von denen aus der Politik da, ein Politiker. Der Kampf gegen die Abwendung von der Politik ganz allgemein, gegen den sich verfestigenden Eindruck, die da oben, wir hier unten, lässt sich nur wirklich gewinnen, wenn wir neben allen Programmen, Gesetzesinitiativen und praktischer Politik auch unser Verhalten ändern, liebe Genossinnen und Genossen. Es beginnt bei ganz einfachen Dingen. Es gibt keinen Grund, die Nebeneinkünfte von Abgeordneten nicht auf Cent und Euro zu veröffentlichen. Es gibt keinen Grund. Die Menschen wollen wissen, ob sie ihre Abgeordneten bezahlen oder wer anders. Machen wir uns nichts vor, es ist unser eigenes Verhalten. Der Blick darauf, ob wir die Werte selbst einhalten und vorleben, von denen wir so oft sprechen, übrigens auch der Umgang miteinander, ist für ganz viele Menschen ein sichtbares Symbol für die Glaubwürdigkeit oder die Unglaubwürdigkeit von Politik. Und sie erwarten übrigens zu Recht von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mehr als von anderen. Mein Gott, bei CDU und FDP, da findet das eben keiner überraschend, wenn die, nachdem sie Minister waren, hinterher in dem Bereich, für den sie zuständig waren, dann einen Job in der Wirtschaft bekommen. Das finden die bei denen normal. Die erwarten nichts anderes. Aber bei uns erwarten die was anderes. Und deswegen muss gelten, dass es das für unsere Leute nicht geben kann. Die haben Recht, wenn sie an uns höhere Ansprüche stellen als an die anderen. Es geht also im Kern um die innere Haltung von demokratischer Politik. Und um den Kampf gegen den wachsenden Zynismus in der Politik und gegenüber der Politik. Diese Haltung hat doch die SPD und unsere Vertreterinnen und Vertreter immer besonders ausgezeichnet. Das müssen wir wieder sichtbar machen, liebe Genossinnen und Genossen. Und das vielleicht Wichtigste dabei, bei allem, was wir tun, müssen unsere Wertvorstellungen erkennbar sein. Es wird oft gesagt, die SPD müsse pragmatisch sein. Ja, das stimmt. Aber um ehrlich zu sein, mein Eindruck war nicht, dass es der SPD jemals an Pragmatismus gemangelt hat. Mein Eindruck war, manchmal ist es uns eher passiert, dass die Werte, die dahinter stehen, nicht ausreichend sichtbar gewesen sind, liebe Genossinnen und Genossen. Gerade
Gerade in der Zeitenwende, die wir heute erleben, muss die SPD Adressat und Träger der wachsenden Wünsche der Menschen nach Veränderung sein. Und wer sich nicht abfinden will mit den Zuständen, die er vorfindet, wer eine Vorstellung von einem anderen, gerechteren, friedlicheren und ökologisch vernünftigeren Leben und einer Zukunft hat, der muss bei uns wieder seine politische Heimat finden. Erinnern wir uns noch einmal an Willy Brandt im Dezember vor genau 40 Jahren. Im Jahr 1971 erhielt der damalige Bundeskanzler und SPD-Vorsitzende Willy Brandt den Friedensnobelpreis. Vieles sprach damals eher gegen seine Vision eines geeinten und friedlichen Europa als dafür. Doch gerade weil Willy Brandt an seiner Vision festhielt, steht sein Name seitdem weit über die SPD hinaus für eine Politik mit Mut, mit Visionen und mit Leidenschaft. Und Willy Brandt stand für das bessere Deutschland. Die Zeiten haben sich geändert. Aber war es für dieses bessere Deutschland, für eine andere Politik, für ein besseres Europa, muss und will die SPD auch für die stehen, die möglicherweise nicht jeden Tag gleich sagen können, wie man das umsetzt, die auf dem richtigen Weg sind. Ihr alle kennt den Satz von Helmut Schmidt: Wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Der Helmut möge mir verzeihen, ich finde alles richtig, was er gesagt hat, aber in dem einen Satz stimme ich ihm nicht zu. Wer Visionen hat, der muss wieder zu uns kommen, liebe Genossinnen und Genossen, zur SPD. Darum geht es in diesem Land. Sich gegen den Zynismus in der Politik zu wenden, heißt auch, die tägliche Lebenslage der Menschen nicht zu ignorieren und ein nüchterner Blick auf unser Land zu haben. Und der zeigt, dieser Blick, dass wir von einem einigermaßen gerechten und fairen Land heute weit entfernt sind. Inzwischen verdient fast ein Viertel aller sozialversicherungspflichtig in Vollzeit Beschäftigten ein Einkommen, das unter dem Niedriglohnniveau der OECD im Durchschnitt liegt. Gut 2,5 Millionen Beschäftigte üben einen Zweitjob aus, weil sie von ihrem ersten nicht allein leben können. Allein in diesem Jahr ist die Zahl um 7% gestiegen. Trotz Aufschwungs in Deutschland sinken die Löhne, titelte vor kurzem die FAZ und stellte fest, die guten Jahre am Arbeitsmarkt haben den Beschäftigten nichts gebracht. Diese Entwertung von Arbeit ist in einem nach wie vor wohlhabenden Land ist unwürdig und in hohem Maße ungerecht. Sie muss endlich gestoppt werden. Und die Merkel hat nicht verstanden, worum es beim Mindestlohn geht. Da geht es nicht um irgendeinen Mindestlohn. Mindestlohn soll den, der jeden Tag arbeiten geht, davon unabhängig machen, dass er hinterher zum Staat betteln gehen muss. Da geht es um die Würde von Arbeit. Das ist das eigentliche Thema eines Mindestlohns, liebe Genossinnen und Genossen. Und die Entwertung von Arbeit ist eines nach wie vor der schwierigsten und wichtigsten Aufgaben, die wir lösen müssen in unserem Land. Dagegen ist die Zahl der Einkommensmillionäre bei uns seit der Finanzmarktkrise vor 3 Jahren um mehr als die Hälfte gestiegen. Und eine Zahl von 100 von Haushalten mit Millionenvermögen sogar auf ein Viertel, auf 430.000. Die Deutschen haben fast 5 Billionen Euro auf der hohen Kante. Das ist das höchste Geldvermögen, über die privaten Haushalte in Deutschland je verfügen. Und die Kehrseite der Medaille: Mehr als 2/3 der Menschen bei uns haben kein oder ein nur sehr geringes Vermögen, während allein die obersten 10% über 60% des Gesamtvermögens verfügen. All das wirft nur ein Schlaglicht auf die soziale Schieflage unseres Landes. Es zeigt, dass die Menschen spüren und dass sie es jeden Tag merken, da ist längst etwas aus den Fugen geraten und es ist an uns, die Dinge wieder zurechtzurücken, liebe Genossinnen und Genossen. Deshalb ist es richtig, dass sich die SPD auf diesem Parteitag aufmacht, wieder für einen gerechten Ausgleich zwischen den Menschen mit Einkommen aus Arbeit und denen mit Einkommen aus Vermögen und Kapital zu sorgen. Ich sehe, dass Herr Hund da ist, der
uns heftig kritisiert hat in den letzten Tagen für unsere Position zur Steuerpolitik. Und weil wir beide, Herr Hund, Mitglied in einem Verein sind, leider nicht in der SPD, aber im Verein für deutliche Aussprache, will ich offen sagen, was ich gedacht habe, als ich das gelesen habe. Ich sage Ihnen, ich kann die Sonntagsreden nicht mehr hören, wo uns Leute sagen, ihr müsst Schulden abbauen, jeden Tag noch einen Vorschlag haben, wie wir eine Steuersubvention schützen sollen, dann noch sagen, was wir zusätzlich bei Bildung und Infrastruktur ausgeben sollen, aber nie einen Vorschlag haben, wie wir das bezahlen sollen, lieber Herr Hund. Nie einen Vorschlag haben, wie wir das bezahlen sollen. Sie, Mensch, Sie stehen da mit beiden Beinen auf der Erde. Sie wissen doch, die Quadratur des Kreises funktioniert nur im Zeitungsinterview. Wenn man das machen muss, dann geht es nicht. Und dann sage ich Ihnen, was wir eigentlich mal am Anfang machen wollen. Vielleicht kriegen wir dafür mal ein Lob. Wir wollen zuallererst einsparen. Das ist übrigens das Gegenteil von dem, was die derzeitige Regierung gerade macht. Die gibt mehr aus für Schulden und nicht weniger. Wir wollen einsparen. 16 Milliarden Euro wollen wir aus Einsparungen erwirtschaften. Und das stimmt genauso viel durch ein gerechteres Steuersystem. Aber ich sage Ihnen, wenn ein Staat 300 Milliarden Ausgaben hat und 247 Milliarden Steuereinnahmen, dann muss der beides tun. Der muss einsparen und der muss für ein gerechteres Steuersystem sorgen. Wer das nicht macht, der darf das alles kritisieren, was wir tun. Aber dem wünsche ich eigentlich mindestens mal, wenn er Mitglied in der SPD ist, dass er in die Regierungsverantwortung kommt, damit er die Dinge, die er da öffentlich erklärt, mal umsetzen muss. Wenn Sie einen Job haben wollen, melden Sie sich bei uns. Wir würden Ihnen das gönnen, dass Sie das mal in der Praxis machen müssen, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen. Wir Sonntagsreden und übrigens auch Sonntagsinterviews helfen uns nicht. Man muss den Mut haben. Man muss den Mut haben zu Einsparungen und auch zu einer echten Debatte über eine größere Steuergerechtigkeit. Den Mut haben wir. Wir müssen Schulden abbauen. Zu hohe Schulden bringen uns in immer größere Abhängigkeiten von den Finanzmärkten und sie gefährden die Demokratie. Das merken wir doch gerade. Deswegen, Genossinnen und Genossen, da unten sitzt er, war das richtig, dass ein sozialdemokratischer Bundesfinanzminister Peer Steinbrück die Schuldenbremse in die Verfassung gebracht hat? Die anderen verstoßen gerade dagegen. Er ist der, der für Stabilität in Deutschland gesorgt hat, liebe Genossinnen und Genossen. Peer. Spätestens jetzt, wo die Schuldenbremse brechen wollen, zeigt sich, wenn die Leute erzählen, ausgerechnet CDU und FDP könnten mit Geld umgehen, das sind Ammenmärchen, das ist ein Historiendrama, aber nichts, was für die Realität zutrifft, liebe Genossinnen und Genossen. Und es stimmt auch nicht, dass durch ein gerechteres Steuersystem Personengesellschaften der Wirtschaft an den Grenzen ihrer Existenzfähigkeit gebracht würden. Meine, wer hat denn die Gewerbesteuer gegen die Einkommensteuer anrechenbar gemacht für Personengesellschaften? Das waren Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und wer hat den Spitzensteuersatz, selbst wenn wir ihn jetzt auf 49% senken? Ich meine, bei Helmut Kohl, das ist doch mein Problem, weil die Jusos mir das immer vorhalten. Da war der bei 53%. Die Jusos orientieren sich an Helmut Kohl und ich muss sie abhalten, zu konservativ zu werden, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist unsere Situation heute. Nein. Wir sind echt friedfertig. Und wir haben übrigens den Körperschaftssteuersatz drastisch gesenkt, auch was für Unternehmen, und das Optionsrecht eingeführt. Und Genossinnen und Genossen, all diese Entlastungen haben wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten durchgesetzt. Und nun bitten wir diejenigen, denen es besonders gut geht in unserer Gesellschaft, um einen höheren Beitrag. Das ist nicht einfach, das weiß ich.
Lasst euch bloß nicht einreden, es ginge um Sozialneid, liebe Genossinnen und Genossen. Ich finde jeden Reichen und Millionär duftig, wäre ich selber gerne reich. Nehme an, außer mir im Saal fast keiner, aber das ist natürlich was Gutes. Aber wir wissen, Menschen, die reich und wohlhabend sind, dahinter steckt ganz viel eigene Leistung. Die meisten, wenn sie nicht gerade aus Vorständen von Hedgefonds und anderswo kommen, arbeiten ganz viel, um wohlhabend zu werden. Das respektieren wir. Aber wir wissen doch auch, kein Mensch wird nur durch eigene Leistung reich und wohlhabend. Jeder braucht doch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ein Land, das sozial sicher ist, das Bildung garantiert, das Rechtsstaat garantiert. Jeder braucht eine Gesellschaft, die einem hilft, aus der eigenen Leistung auch wohlhabend und reich zu werden. Und wenn das Land, das mitgeholfen hat, dass man wohlhabend wird, in Schwierigkeiten steckt, dann ist es doch kein Sozialneid, wenn das Land sagt, du, dem es besonders gut geht, du musst jetzt ein bisschen mehr mithelfen, damit es allen wieder einfacher fällt, hier zu leben. Das ist kein Sozialneid, das ist sozialer Patriotismus. Das wollen wir in Deutschland, liebe Genossinnen und Genossen. Darum geht es. Denn die Senkung der Schulden ist nur eine Aufgabe, die wir vor uns haben. Ich will zwei Beispiele nennen, was wir noch tun müssen. Erstens, wir brauchen mehr Geld für Erziehung und Bildung in Deutschland. Das unsinnige Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern in der Bildung muss weg, liebe Genossinnen und Genossen. Es muss weg. Aber eben nicht, damit ein Bundesbildungsminister der guten Kultusministerin von Rheinland-Pfalz erklären darf, was sie zu machen hat, sondern damit der Bund der Doris Ahnen und ihren Kolleginnen und Kollegen endlich dabei helfen muss, mehr Geld für Bildung zu haben. 20 Milliarden Euro sind wir schlechter als der Durchschnitt aller Industriestaaten. Wir sind ein wirtschaftlicher Riese und oft ein bildungspolitischer Zwerg. Und das muss sich ändern. Mehr Geld für Bildung ist ganz wichtig in unserem Land, liebe Genossinnen und Genossen. Ich weiß auch, wir haben einen Fachkräftemangel. Und ich ahne, wir werden auch Menschen aus anderen Teilen der Welt bitten müssen, uns zu helfen, den zu beheben. Aber ich muss mal Folgendes sagen. Also erstens, wenn die darüber klagen, die in den letzten Jahren nicht ausgebildet haben, dann wissen wir, wie man damit anfangen muss. Nur noch ein Viertel der Betriebe bildet aus. Das muss sich ändern in Deutschland. Da muss mehr investiert werden, liebe Genossinnen und Genossen. Und nun sage ich noch was. Also solange 60.000 Schülerinnen und Schüler jedes Jahr die deutschen Schulen verlassen, ohne die Chance, einen anständigen Beruf zu lernen, zu haben, solange Hunderttausende von jungen Frauen nicht arbeiten können, trotz guten Berufs, nur deshalb, weil sie Kinder haben, solange ältere Arbeitnehmer immer noch zu früh rausgeschmissen werden und solange ein Drittel der Jugendlichen mit Migrationshintergrund keine Berufsqualifizierung macht. Ich sag euch, so lange scheint der Fachkräftemangel noch nicht groß genug zu sein. Denen müssen wir erstmal eine Chance in Deutschland geben. Und dafür brauchen wir mehr Geld für Kindergärten, mehr Geld für Ganztagsschulen, mehr Geld für Betreuung. Da liegt unsere Aufgabe in den nächsten Jahren, liebe Genossinnen und Genossen. Die zweite Aufgabe, die wir finanziell stemmen müssen, das ist, unsere Städte und Gemeinden wieder in Ordnung zu bringen. Städte, Gemeinden, Landkreise, das sind noch was anderes als eine Organisationsform für Abwasserbeseitigung. Das sind Orte der gesellschaftlichen Integration. Und deshalb muss die SPD wieder die Städte und Gemeinden ins Zentrum ihrer Politik stellen. Die soziale Gesellschaft, liebe Genossinnen und Genossen, die beginnt in der sozialen Stadt und der sozialen Gemeinde. Und die SPD ist die Partei dieser sozialen Gemeinden und der sozialen Stadt. Das steht wieder bei uns ganz vorne an in der Politik.
Und es ist kein Zufall, dass alle Millionenstädte von Sozialdemokraten regiert werden und auch die Mehrheit der Hunderttausender Städte. Und es ist übrigens auch kein Zufall, dass aus drei erfolgreichen sozialdemokratischen Oberbürgermeistern jetzt drei erfolgreiche sozialdemokratische Ministerpräsidenten werden. Thorsten Albig, Stefan Weil und Christian Ode. Ihr seid die Richtigen, weil ihr wisst, wie das geht, liebe Genossinnen und Genossen. Ich will auch auf etwas hinweisen, was mir im Zusammenhang mit der Entwicklung der Städte besonders wichtig ist. Weil wir erleben, dass die Finanznot der Kommunen oft zur sozialen Entleerung, zur kulturellen Entleerung und Verwahrlosung geführt hat. Ich bin mir ganz sicher, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Zunahme sozialer Verwahrlosung in unseren Gemeinden und Städten und dem Anwachsen von Rechtsradikalismus. Ja, die NPD gehört verboten, nicht erst seit den aufgedeckten Morden, sondern schon viel länger. Sie ist... Sie ist die braune Spinne im braunen Netz und es ist seit langem unerträglich, dass wir nur, weil die sich eine Partei nennen, Steuergelder dafür ausgeben, dass sie ihre mörderischen Parolen unter das Volk bringen dürfen. Aber lasst uns nicht vergessen, dass es um mehr geht, nämlich auch um die sozialen Grundlagen des Rechtsradikalismus. Sie zu bekämpfen, muss viel mehr Gegenstand unserer politischen Anstrengungen werden. Es geht daher auch um eine geistige Auseinandersetzung in der Mitte der Gesellschaft. Denn Tatsache ist, dass Rechtsradikalismus umso größere Erfolgschancen hat, je mehr in der Mitte der Gesellschaft offene Fremdenfeindlichkeit, Vorurteile ignoriert werden, verdrängt oder sogar propagiert werden. Natürlich gibt es in allen modernen Gesellschaften eine Vielzahl von Ängsten, von Brüchen in der Biografie, von Überforderung. All das produziert Sehnsüchte, autoritäre Sehnsüchte, und den Wunsch nach den ganz einfachen und scheinbar ganz klaren Antworten. Nicht nur an den Rändern der Gesellschaft, sondern auch im Zentrum. Dagegen hilft oft auch die beste Aufklärung nicht, weil es oftmals mehr um das Gefühl geht als ums Wissen. Deshalb brauchen moderne Gesellschaften immer ein Mindestmaß an individueller, sozialer und kultureller Sicherheit. Die permanente Erfahrung von Unsicherheit, Konkurrenz und Unterlegenheit in der marktradikalen Welt der letzten 20, 30 Jahre hat viel von dieser sozialen und kulturellen Sicherheit verschwinden lassen. Und genau da setzen die rechtsextremen Vereinfacher an. Deshalb, Genossinnen und Genossen, müssen wir wieder für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen, in soziale und kulturelle Entleerung und Verwahrlosung dringen die Neonazis ein. Es müssen doch alle Alarmglocken schrillen, wenn die NPD in Städte geht und sagt, wir verstehen, ihr habt kein Geld und müsst das Jugendzentrum zumachen, macht nichts, wir führen das als NPD für euch weiter. Das darf doch nicht wahr sein, dass wir so weit gekommen sind. Diese Entwicklung müssen wir stoppen und umkehren. Und auch dafür ist eine Politik, die den Städten und Gemeinden wieder Kraft gibt, die richtige Antwort. Natürlich gibt es noch mehr Herausforderungen in unserem Land. Eine echte Bürgerversicherung für Gesundheit und Pflege, bezahlbare Wohnungen für junge Familien, genauso wie für altersgerechtes Wohnen oder den Umbau unserer Städte und Gemeinden im Rahmen des demografischen Wandels. All das lässt die derzeitige Regierung unbearbeitet, weil sie es sich auf nichts einigen können. Nicht zu vergessen die Energiewende. Der frühere CDU-Umweltminister und Vorsitzende der von Angela Merkel eingesetzten Ethikkommission zum Atomausstieg, Klaus Töpfer, wurde gerade gefragt, ob er eigentlich damit zufrieden sei, wie die Energiewende nun laufe. Seine Antwort war so klar wie kurz. Ich zitiere, ganz klar, nein. Was wir brauchen, ist jetzt ein echtes Konjunkturprogramm für die Durchsetzung der Energiewende, Genossinnen und Genossen. Wir müssen Investitionen in Energieeinsparung, Energieeffizienz, in Forschung und Entwicklung, in Elektromobilität und vieles andere fördern. Von allein kommt die Energiewende nicht. Und wir könnten uns damit gleichzeitig vorbereiten auf einen drohenden Abschwung und Arbeitsplätze sichern. Übrigens nicht nur in Deutschland. Wenn wir jetzt Pläne schmieden, wie man aus der Sonne der Sahara Strom machen kann
und den Strom dann nach Deutschland und Europa bringen wollen. Da sage ich, macht das, aber helft mal denen in Afrika, dass die nicht so viel Geld für Gas und Erdöl ausgeben müssen. Da ist das Projekt am besten aufgehoben. Und warum fangen wir eigentlich damit in Europa nicht an, unsere Sonne zu Strom und gleichzeitig zu Arbeitsplätzen zu machen? Das wäre ein Programm für Hoffnung und Arbeit. Die Solarindustrie in Griechenland, in Süditalien, in Spanien, in Portugal nach vorne zu bringen, Arbeitsplätze zu schaffen und den Klimawandel zu bekämpfen. Das wäre ein Programm für die Europäische Union, liebe Genossinnen und Genossen. Solche Beispiele braucht Europa und solche Beispiele braucht die Welt. Jetzt gerade tagt in Durban in Südafrika die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Es ist eine Schande zu sehen, wie sehr die Staats- und Regierungschefs der großen Industriestaaten und auch der Schwellenländer mit Millionen Menschen spielen und ihre Zukunft gefährden, übrigens auch die ihrer eigenen Kinder und Enkelkinder. Und wir erwarten von der deutschen Bundesregierung und von der Europäischen Union, dass wir als reiche und technologisch fortschrittliche Region mit gutem Beispiel vorangehen, mit mehr erneuerbaren Energien, mit weniger Energieverbrauch, weniger Kosten und weniger Treibhausgasen. Das ist unsere Idee für Wachstum und Umweltschutz in der Welt, liebe Genossinnen und Genossen. Für all das brauchen wir einen Regierungswechsel und einen Richtungswechsel in Deutschland. Wir kämpfen dabei übrigens um drei Mehrheiten. Natürlich um die soziale Mehrheit. Dass die Mehrheit der Menschen die soziale Verantwortung und Sensibilität besitzen. Sie wissen, dass ohne soziale Gerechtigkeit keine moderne Demokratie lebensfähig ist. Diese Mehrheit war stets bei uns, bei der SPD, zu Hause. Aber wir brauchen auch eine wirtschaftliche Mehrheit. Das sind Unternehmer, Selbstständige, Kreative, Handwerksmeister, aber eben auch Menschen, die wissen wollen, wie wir der Wirtschaft Schwung geben und neue Jobs schaffen. Sie wollen wissen, wie wir Wachstum und Innovation voranbringen. Auch die vielen, die sogenannten kleinen Leute, die hart arbeiten, oft schlecht bezahlte Jobs haben, wollen das übrigens wissen. Ohne diese Wirtschaftskompetenz war die SPD in ihrer Geschichte nie mehrheitsfähig. Und deshalb geht es uns auch um diese wirtschaftliche Mehrheitsfähigkeit. Und nicht zuletzt geht es um die kulturelle Mehrheit. Hier entscheiden sich übrigens mehr und mehr die Wahlen. Weil es um Emotionen und gelebte Werte in einer Gesellschaft geht. Hier geht es um die gelebte kulturelle Vielfalt in einem modernen Einwanderungsland, das sich endlich auf den Weg machen muss vom Einwanderungsland, das wir längst sind, zu einer echten Einwanderungsgesellschaft mit echter Teilhabe in dieser Gesellschaft zu werden, liebe Genossinnen und Genossen. Hier geht es um das Miteinander in der Gesellschaft, auch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Gestern war der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Es ist eine Schande, oder vorgestern, glaube ich, eine Schande, dass Deutschland die UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen zwar unterschrieben, aber bis heute nicht umgesetzt sind. In dieser kulturellen Mehrheit geht es um die Menschen, die von einer modernen und erwachsenen Demokratie mehr Beteiligung, mehr Transparenz und mehr Hierarchiefreiheit erwarten. Wer die politische Mitte gewinnen will, wer die Deutungshoheit erringen will, der muss um alle drei Mehrheiten kämpfen. Lasst uns deshalb um jede Wählerin, um jeden Wähler, vor allem aber um die kämpfen, die beim letzten Mal zu Hause geblieben sind. Und lasst uns ihnen sagen, wenn ihr wirklich was anderes wollt, als ihr jetzt erlebt, dann müsst ihr 2013 und übrigens davor schon in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen und in Bayern eine Partei wählen. Das ist die SPD, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist die, die dafür steht. Wir Sozialdemokraten müssen und wollen für diesen Politik- und Richtungswechsel wieder die organisierende politische Kraft in Deutschland werden. Wenn wir vor 2 Jahren diesen Führungsanspruch artikuliert hätten, liebe Genossinnen und Genossen, da in Dresden, na, die hätten uns wohl ausgelacht. Damals hat man uns für lange Zeit abgeschrieben, doch jetzt sind wir wieder im Spiel und in manchen Umfragen schon fast wieder auf Augenhöhe mit der Union. Und wenn nun alle über die Frage spekulieren, wer der nächste Kanzler der SPD wird, liebe Genossinnen und Genossen,
dann lasst uns das heiter und gelassen zur Kenntnis nehmen. Denn damit steht eines fest, Angela Merkel ist es dann nicht mehr, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist ganz einfach. Nein. Wobei, ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, aber gestern Vormittag dachte ich, wir haben schon einen. Also, aber der Helmut wollte nicht mehr, ich habe ihn gefragt. Und lasst euch auch nichts einreden. Hier gibt es kein Casting. Die, die darüber so schreiben, die gucken zu viel Fernsehen und verstehen zu wenig von Politik. Ist doch Quatsch. Was wir hier zeigen ist, wen wir und was wir zu bieten haben. Und das geht weit hinaus über drei Männer. Da ist Hannelore Kraft, da ist Manuela Schwesig, da ist Elke Ferner, da sind ganz, ganz viele in der Partei. Übrigens, man wird ja als Vorsitzender ständig genervt mit der Frage, wer ist denn nun Kanzlerkandidat? Da habe ich mal gesagt, prinzipiell sind alle Ministerpräsidenten, Ministerpräsidenten auch gute Kanzlerkandidaten. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Der Einzige, der widersprochen hat, war Erwin. Also, nehmt das locker und heiter. Ich meine, lasst die ihre Spielchen spielen. Ich finde es wunderbar, dass die sich darüber den Kopf zerbrechen, wer von uns es werden wird. Im Ernst, wenn ihr mich wieder wählen solltet, am Ende des nächsten Jahres oder zu Beginn des Bundestagswahljahres werde ich einen Vorschlag machen, wer aus meiner Sicht für uns, für das Amt des Bundeskanzlers oder die Bundeskanzlerin kandidieren soll. Und dann entscheidet die Partei und sonst niemand, liebe Genossinnen und Genossen, und sonst niemand. Bis dahin lasst den Medien ihren Spaß, aber beteiligt euch nicht dran. So bleiben wir im Gespräch, aber kommen nicht ins Gerede, liebe Genossinnen und Genossen. Denn die gleichen, die uns vor 2 Jahren prophezeit haben, dass wir uns innerlich zerlegen würden, schreiben doch schon wieder die gleichen Vorhersagen auf, wenn es um die Frage der Kanzlerkandidatur kommt. Und ich sag euch, wir werden Sie und diese Kaffeesatzleser zum zweiten Mal enttäuschen, liebe Genossinnen und Genossen, zum zweiten Mal. Wir wollen, dass der Kandidat oder die Kandidatin auch ins Kanzleramt kommt. Deshalb bleibt gelassen und vertraut nur auf eines, auf eure eigene Stärke, was am Ende unserer Partei, unserer SPD steht. Und lasst euch keine falschen Debatten zur Unzweit aufschwatzen, egal wer es versucht. Freut euch über gute Umfragen. Und ärgert euch nicht so sehr, wenn sie mal nicht so gut sind. Und vertraut nur eurem Gefühl für die Sache der Menschen, denn darin seid ihr und die Mitglieder der SPD die eigentlichen Experten in Deutschland und nicht die Medien, liebe Genossinnen und Genossen. Das seid ihr und sonst keiner. Aber Politikwechsel schaffen wir nur mit einer Koalition, die ganz klar einen anderen Kurs einschlägt und eindeutige Alternativen zur bestehenden Durchwurstelerei formuliert. Für mich heißt das, damit es hier keine Zweifel gibt, eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung wollen wir mit den Grünen als Koalitionspartner. Das ist eine echte Veränderungskoalition und keine halbe. Und die braucht Deutschland. Und mit den Grünen verbindet uns vor allem eine inhaltliche Erkenntnis. Die Finanzkrise und die ökologische Krise haben nämlich etwas gemeinsam. Die Geringschätzung der Zukunft, liebe Genossinnen und Genossen. Alles, was heute ist, das scheint seinen Preis zu haben. Aber was morgen und übermorgen kommt, scheint für uns kostenlos. Es fordert oft einen hohen Preis von unseren Kindern und Enkeln. Sie werden die Zinsen für unsere Schulden abbetragen müssen. Und sie werden
die finanziellen Folgen und die gesundheitlichen Folgen und die wirtschaftlichen Folgen der ökologischen Katastrophen schultern müssten. Wir treten deshalb an, für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Das ist auch, das stimmt, auch eine grüne Idee, aber im Ursprung eine ursozialdemokratische, angestoßen von Olof Palme, Willy Brandt und Gro Harlem Brundtland, von drei großen Sozialdemokraten. Im Zentrum dieser Idee stehen nicht die Finanzmärkte, ja nicht mal die Höhe des jährlichen Wirtschaftswachstums, sondern im Zentrum dieser Idee steht die Qualität des Lebens. Lebensqualität ist mehr und vor allem etwas anderes als Wirtschaftswachstum. Heute wissen wir, längst nicht alles, was wächst, lässt auch die Lebensqualität wachsen. Energie- und Umweltverbrauch, Rohstoffverbrauch, Flächenverbrauch, hohe Erträge in der Landwirtschaft durch Gentechnik und eine industrielle Tierproduktion. Das alles hat mit Lebensqualität nichts zu tun. Aber Bildung, Zeit für die eigenen Kinder, Zeit für die Eltern und Großeltern, Zeit für Sport und Kultur, Investitionen in erneuerbare Energien, in umweltschonende Verkehrstechniken und Autos oder in die medizinische Forschung gegen AIDS, Alzheimer und Krebs, das brauchen wir. Das muss wachsen, das andere muss schrumpfen und dafür muss die Politik die richtigen Ansätze und Anreize schaffen, liebe Genossinnen und Genossen. Warum sage ich das? Weil man Koalitionen mit Inhalten begründen muss und nicht mit bloßer Machttaktik. Von Machttaktik nach dem Motto, wie kommt man am schnellsten an die Fresströge? Davon haben die Menschen nach dieser Koalition aus CDU, CSU und FDP die Nase voll. Wir wollen keine Liebesheirat, kein Projekt. Wir wollen gemeinsam Politik machen und dafür gibt es mit den Grünen die größten Schnittmengen, liebe Genossinnen und Genossen. So begründet man Koalitionen und nicht anders. Und wenn man sagt, da haben wir Schnittmengen, da gibt es auch Dinge, die uns trennen. Und da werden wir zeigen, dass wir uns durchsetzen, denn wir wissen, dass zu einer erfolgreichen und dynamischen Wirtschaft auch eine moderne Infrastruktur gehört. Verkehrswege, Kommunikationsverbindungen, Pipelines, Strommasten. Das alles bringt auch Belastungen und manchmal auch Risiken mit sich. Wir wollen Belastungen und Risiken abwägen, aber eins dürfen wir nicht tun, liebe Genossinnen und Genossen. Den Menschen einreden, dass Fortschritt ganz ohne Belastungen und ganz ohne jedes Risiko funktionieren würde. Klatschen nicht ganz so viele jetzt. Ist aber so. Gerade aus der zurückliegenden Finanzkrise haben wir gelernt, für den Wandel in eine ressourcenschonende und nachhaltige Wirtschaft brauchen wir gerade die Stärke und Innovationskraft unserer klassischen Industrie. Sie war ausschlaggebend dafür, dass Deutschland besser durch die Krise gekommen ist. Und das muss so bleiben, liebe Genossinnen und Genossen. Das muss so bleiben, da darf sich nichts dran ändern. Die SPD will deshalb eine aktive Industriepolitik. Sie will die Innovationskraft unserer Wirtschaft von Industrie und Mittelstand verbinden mit der Lösung großer Fragen von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Denn wir wissen, es gibt keine erneuerbaren Energien ohne den klassischen Maschinenbau und die klassische Elektrotechnik. Und es gibt übrigens auch kein umweltschonendes Auto ohne eine starke und innovationsfähige deutsche Automobilindustrie, liebe Genossinnen und Genossen. Auch das gehört dazu. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wissen besser als alle anderen Parteien, wo der Wohlstand unseres Landes verdient wird, auch der Wohlstand, den wir für ökologische Innovationen brauchen. Das ist und bleibt unser Alleinstellungsmerkmal, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir wissen übrigens auch, dass zu hohe Strom- und Energiepreise nicht nur die Industrie schwer treffen können, sondern vor allen Dingen auch Menschen mit unterschiedlichen Einkommen. Und der Wandel zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz, der darf kein Wandel nur für die sein, die genug Geld haben oder im öffentlichen Dienst arbeiten mit hohen Einkommen. Das muss ein Wandel sein, den sich alle in Deutschland leisten können, liebe Genossinnen und Genossen. Alle. Bei all dem erwarten die Menschen allerdings eines von uns.
eine neue Ehrlichkeit. Warum sage ich das? Ich sage das, weil wir eine andere Kultur im Umgang mit unseren Wählerinnen und Wählern brauchen. Wir haben doch selbst die Erfahrung gemacht, dass unhaltbare Wahlversprechen zur Enttäuschung von Menschen führen. Und sie wollen keine Versprechungen mehr hören, wo bei uns im Kleingedruckten unten drunter steht, das stellen wir unter Finanzvorbehalt. Das Kleingedruckte lesen die nämlich nicht. Ich höre dann immer wieder, sagt uns, wohin ihr wollt mit unserem Land, welche Prinzipien und Werte euch haben, aber wir wollen wissen, worauf wir uns verlassen können. Und versprecht uns nichts, von dem alle wissen, dass es nicht in die Zeit passt und wir es nicht bezahlen können. Genau so müssen wir es machen, liebe Genossinnen und Genossen, denn die Wahl gewinnen wir nicht mehr durch die größten Versprechungen, sondern durch das größte Vertrauen der Menschen. Bei uns sollen die Menschen vor der Wahl wissen, was sie danach zu erwarten haben. Wir wollen einen neuen Gesellschaftsvertrag mit den Menschen. Das bedeutet im Kern, wir werden weniger versprechen als jemals zuvor, liebe Genossinnen und Genossen. Aber das, was wir versprechen, das werden wir dann auch halten. Das ist der Vertrag, den wir neu eingehen müssen. Dann bekommen wir auch das Vertrauen in unsere Politik zurück, liebe Genossinnen und Genossen. Eines haben wir dabei in den 2 Jahren schon gut wieder geschafft. Wir haben unseren Blick für den Alltag geschärft. Denn das müssen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten immer am besten können. Einen Blick zu haben für das Leben anderer in der Gesellschaft. Für den Alltag, für die Leistung, für die harte Arbeit, die viele erbringen und wenig davon haben. Für die Hoffnungen, für die Sorgen von Eltern über die Zukunft ihrer Kinder. Für die Ängste von Menschen, im Alter nicht mehr selbstständig leben zu können und auf Hilfe angewiesen zu sein. Dieser Blick durch die Augen anderer, den hat Willy Brandt mal Compassion genannt. Das ist was anderes als Mitgefühl und Mitleid. Das ist der Versuch zu verstehen, wie andere Menschen leben. Das meinte ich, als ich in Dresden gesagt habe, die SPD muss wieder dorthin gehen, wo das Leben laut und anstrengend ist, ja wo es kracht und auch gelegentlich stinkt. Politikerinnen und Politiker, vor allem der SPD, müssen nicht nur im Kopf wissen, sondern auch im Herzen fühlen, dass die Lebensbedingungen für die allermeisten Menschen andere sind als für die, zum Beispiel, die in der SPD als Abgeordnete Politik machen. Unsere Gehälter, unsere Renten, unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen sind in der Regel weit besser als diejenigen oder derjenigen, über deren Gehälter, Renten und Lebens- und Arbeitsbedingungen wir entscheiden. Oft genug können wir Dinge nicht oder nicht schnell genug ändern. Und manchmal müssen wir sogar trotzdem Entscheidungen treffen, die das Leben von Menschen noch etwas anstrengender macht. Aber die Menschen, die das betrifft, wollen dann wenigstens sicher sein, dass wir wissen, was wir tun und wie sie leben und was wir ihnen zumuten. Ich sage das in aller Offenheit. Wir müssen wieder eine alte sozialdemokratische Tugend in der aktiven Politik zeigen, mehr Bescheidenheit und Demut gegenüber den Lebensverhältnissen der Menschen und ihrem Alltag. Denn der Alltag der Menschen, den genau zu kennen, das ist das Wichtigste, wenn man gute Politik machen will, liebe Genossinnen und Genossen. Hannelore Kraft hat dafür übrigens ein wunderbares Beispiel gezeigt, mit ihrer Tour, Tatkraft-Tour im Wahlkampf. Aber sie hat eben nach der Wahl diese Tour fortgesetzt. Monat für Monat macht sie direkte Erfahrungen vor Ort, wo das Leben ist und wo es anstrengend ist. Und der Erfolg und das neu gewachsene Vertrauen, das die Menschen in Nordrhein-Westfalen der SPD und Hannelore Kraft entgegenbringen, das kommt genau daher. Das ist das Erfolgsgeheimnis von Hannelore und der nordrhein-westfälischen SPD, liebe Genossinnen und Genossen. Auf dem Weg können wir dem Land wieder eine andere Richtung gehen. Und ich sage euch, dabei setzen wir auf Sieg und nicht auf Platz. Mein Gott, eine Partei, die 148 Jahre alt ist, die kann nicht noch mehr Juniorpartner in der Koalition werden. Die muss sie anführen, liebe Genossinnen und Genossen. Darauf setzen wir, auf nichts anderes.
Also, denkt immer daran, wir wollen in 2 Jahren wieder regieren, aber eben nicht um des Regierens Willens, sondern weil wir die Lebensverhältnisse der Menschen zum Besseren wenden wollen. Und nehmt mir eins ab, als ich in Dresden zu euch gesprochen habe, da war ich mir keineswegs sicher, dass wir schon heute nach 2 Jahren so weit sein würden. Wir können unsere Erfolge als Anerkennung für harte Arbeit und freudiges Engagement nehmen, aber ausruhen dürfen wir uns nicht, denn die Zeiten werden unruhig bleiben. Ich weiß, das waren 2 anstrengende Jahre, aber das hatte ich euch in Dresden versprochen. Und ich weiß, ich bin auch gelegentlich anstrengend. Das hatte ich euch aber auch vorher gesagt. Und mein Eindruck war, ihr hattet mich auch nicht gewählt, um alles so zu lassen, wie es ist, liebe Genossinnen und Genossen. Deshalb gebe ich euch auch heute nur ein einziges Versprechen. Die harte Arbeit wird uns erhalten bleiben. Wir haben erst einen Teil des mühsamen Weges geschafft, aber die Erfolge zeigen, wir sind auf einem richtigen Weg. Mein besonderer Dank für die solidarische und manchmal auch kritische Begleitung natürlich gilt allen, die dabei mitgeholfen haben im Parteivorstand, aber 3 Personen, gestattet es mir, ich will die anderen nicht zurücksetzen, denen will ich besonders danken. Die erste ist unsere Schatzmeisterin Barbara Hendricks. Also, Barbara sagt das nicht, aber Maima hat das Gesicht gezeigt, die hat gedacht, was kommt noch für, du für einer. Sie hat 2 Dinge geleistet. Sie hat eigentlich Unmögliches finanziell möglich gemacht und wirklich Unmögliches hat sie verhindert, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist eine große Leistung. Vielen Dank, Barbara. Ohne dich wären wir nicht so weit gekommen. Aber lasst mich ganz persönlich bei noch 2 Freundinnen aus unserem Vorstand bedanken. Das eine ist Astrid Klug, unsere Bundesgeschäftsführerin. Und last but not least, Andrea Nahles, unsere Generalsekretärin, liebe Genossinnen und Genossen. So, das meine ich es so, wie ich es sage. Ohne die 3 hätte ich meine Arbeit nicht machen können. Liebe Astrid, liebe Andrea, liebe Barbara, vielen, vielen Dank für das großartige Vertrauen und das großartige Ertragen in manchen Situationen. Es waren 2 gute Jahre für uns alle, glaube ich. Nach der Wahlniederlage 2009 haben wir unserer Politik wieder Ziel und Richtung gegeben. Das ist der eigentliche Erfolg der letzten 2 Jahre. Lasst uns diesen Weg gemeinsam fortsetzen, ruhig, beharrlich und entschlossen. Dafür bitte ich euch zum 2. Mal um euer Vertrauen und nun für die Medienbank besonders wichtig, damit sie das mitbekommen, zum Mitschreiben. Und nur dafür kandidiere ich heute zum 2. Mal zum Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, liebe Genossinnen und Genossen. Morgen schreiben die bestimmt in der Überschrift, Gabriel kandidiert und verzichtet zugleich. Das tue ich nicht. Aber liebe Genossinnen und Genossen, vor 100 Jahren gab es im Vorwärts ein Bild mit August Bebel und Wilhelm Liebknecht. Und darunter stand, nicht betteln, nicht bitten, nur mutig gestritten. Nie kämpfte sich schlecht für Freiheit und Recht. Und darum geht es heute wieder, liebe Genossinnen und Genossen. Darum geht es heute wieder. Für eine Wirtschaft mit Verantwortung. Für soziale Sicherheit und Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt in Deutschland und Europa.
Dafür sind wir wieder gut gerüstet. Dafür steht die Sozialdemokratie und dafür wollen wir 2013 den Politikwechsel in Deutschland. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.